Der schwarze Amerikaner Wilbert Olidney kam wie Desmond Douglas 1977 in die Bundesrepublik, lebt aber hier. Seit 4 Jahren trifft er für Göttingen. Im Spiel gegen Wolfenbüttel stehen auf dem Feld neben ihm noch 2 Deutsch-Amerikaner und 1 Deutsch-Kanadier, die mit ihren deutschen Vorfahren und deutschen Pass die Ausländerklausel umgehen. Und ein leibhaftiger Deutscher. Entwicklungshilfe für den deutschen Basketball. Get in the fucking game, will you? Shh. Let's go 70-70, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ob die ausländischen Sportler die Deutschen zu besserer Leistung anspornen oder dem einheimischen Nachwuchs die Plätze an der Futterkrippe nehmen, darüber zerbricht sich in Göttingen niemand den Kopf. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Die Mannschaft ist 1980 mit ihren Amerikanern zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins Deutscher Meister geworden. Die Basketballer haben in der Universitätsstadt die Fußballer an Popularität weit überholt. Und wenn der ASV am Samstag in der Godehardhalle spielt, werden die Studentenfäden verschoben. Wenn die Stadt eine größere Halle hätte, auch sie wäre ausverkauft. Das ist der Mann, dem Göttingen den Basketballboom zu verdanken hat. Terry Schofield, ein Amerikaner aus Kalifornien. Dozent am englischen Seminar, ehemaliger Spieler und jetzt erfolgreicher Trainer. Nicht nur in Göttingen, sondern auch bei der deutschen Nationalmannschaft. Seine Verbindungen zu den amerikanischen Universitäten sorgen für ständigen Nachschub an guten Spielern. Überall in Europa ist der Basketballmarkt von zweitklassigen Amerikanern überschwemmt, die zu Hause keine Profiverträge erhalten und in Europa vor allem ein bequemes Leben für 1-2 Jahre suchen. Bei Schofield in Göttingen geht das anders. Hier werden die Ausländer nicht nur in umjubelte Lokalgrößen verwandelt, hier werden sie in das Leben der alten niedersächsischen Universitätsstadt integriert. Kein Wunder, dass Basketball gerade in Göttingen nun den Rang einnimmt, den er sonst auf der ganzen Welt hat. Es ist die meistverbreitete Sportart. Basketball ist ein Studentensport. Und zum Studentenleben gehört auch eine Kneipe. Da es Göttingen weder an Studenten noch an Kneipen mangelt, da die Basketballer, wie alle Sportler, nach einem Sieg besser argumentieren als nach einer Niederlage und da das Spiel gegen Wolfenbüttel klar gewonnen wurde und die Mannschaft die Bundesliga-Tabelle zurzeit deutlich anführt, da also alles Positive zusammenkommt, ist der Verlauf des Abends programmiert. Es wird gefeiert. In der gelockerten Atmosphäre leben die Herren eindeutig nach dem Motto: Es gibt viel zu tun, lassen wir es sein. Kann man sich so eine Fußball-Bundesliga-Mannschaft vorstellen? Beim Alldeutschen wird es klar. Zumindest nach dem Spiel geben sich die Basketballer wie waschechte Amateure. Avery Brandage wird hier noch hochgehalten. In der Stadt, in der die Miet- und Bierpreise ununterbrochen diskutiert werden, redet kein Amateur über Geld. Trotzdem, die Summen sind bekannt. Ein guter Amerikaner wird zwischen 3.000 und 5.000 Mark monatlich gehandelt. Aber was wichtiger ist als dieses ganze Geldgerede? An diesem Basketballer-Stammtisch wird deutlich, dass der Sport wie kaum ein anderer Bereich das Miteinander fördert, dass der Sport den ausländischen Aktiven hilft, sich zu integrieren, sich als Teil einer Gemeinschaft zu fühlen. Ich kann es einigermaßen beurteilen, denn mit Wilbert verbindet mich das gleiche Schicksal. Als ich nach Deutschland kam, glaubte ich anfangs, mich in keiner bekannten Sprache, nicht einmal in meiner eigenen, richtig auszudrücken. Dachte ich, dass ich nichts wert sei. Da wurde ich ein miserabel bezahlter Volleyballspieler und habe nach einer Weile die gleiche Lebensfreude empfunden wie Wilbert hier mit seinen Freunden. Ihm ist der Sprung aus dem sonnigen Kalifornien gelungen. Und spricht er nicht ein fabelhaftes Deutsch? Ich bin in August 77 nach Deutschland gekommen. Ich war mit meinem Studium fertig in Amerika. Und ich habe einen Brief von Terry, unserem Trainer, bekommen. Und er hat mich gefragt, ob ich nach Deutschland kommen wollte. Und ich habe mir gedacht, ja, ich komme, weil ich schon in der Schule ein bisschen Deutsch gelernt hatte. Und ich wollte immer nach Europa kommen. Was hat man dir so angeboten?
wenn du nach Deutschland kommst, was du hier alles machen kannst. Terry meinte, ich könnte viel rumreisen und ich könnte weiter Basketball spielen, weil ich an der Uni in Amerika Basketball gespielt hatte. Und wenn ich nicht nach Deutschland gekommen wäre, dann hätte ich kein Basketball mehr gespielt. Und das war eine Möglichkeit, weiter Basketball zu spielen. Und dann, es hat mich auch gereizt, vielleicht ein bisschen Conversation-Kurse zu geben. Also bist du nach Deutschland gekommen, hast mit Basketball angefangen und hast an der Uni hier in dem Englischseminar auch mitgearbeitet? Ja, genau. Und was hast du studiert in Amerika? Ich habe Volkswirtschaft in Amerika studiert und ich habe so einen Abschluss, das heißt Bachelor of Arts bei uns. Und das ist so ungefähr zu vergleichen mit so einer Vordiplom in Deutschland. Weil in Deutschland gibt es keine Abschluss vor Magister. Und in Amerika gibt es diesen Abschluss und dann gibt es Magister. Und dann hast du irgendwann mal auch hier angefangen, weiterhin Volkswirtschaft zu machen? Ja. Ich hatte vor, nur ein Jahr zu bleiben. Und es hat mir so gut gefallen in Göttingen und in Europa überhaupt. Dann habe ich mir gedacht, dann bleibe ich länger. Und dann nach zwei Jahren, nachdem ich gespielt habe, dachte ich, ja, dann könnte ich auch studieren, wenn ich so lange bleiben will. Und so dann habe ich Wintersemester 80 angefangen. Und ich bin jetzt im fünften Semester. Aber das heißt eigentlich, bin ich im siebten Semester, weil ich zwei Semester anerkannt bekommen habe. Ja. Und jetzt hast du auch vor, für immer in Deutschland zu bleiben? Ja, das habe ich jetzt vor. Das weiß ich nicht. Das ist die nächste große Frage, ob ich Deutsche werde oder nicht. Das ist so ein Vorteil für die Mannschaft. Weil jede Mannschaft darf nur einen Ausländer haben. Und wenn ich Deutsche werde, dann könnten wir noch einen Ausländer holen. Ja. Und ich muss dich darauf ansprechen, obwohl ich ja weiß, dass mir kein Mensch darauf eine Antwort gibt. Aber wir müssen auch über Geld reden. Also ein bisschen Unterstützung, nennen wir das mal so, von dem Verein kriegst du ja auch. Ja, so im Rahmen, was ein Amateur kriegen soll, das kriege ich auch. Und so Spesen. Und dann habe ich einen Job, zurzeit arbeite ich beim Steuerberater und da verdiene ich auch Geld. Wenn du jetzt Deutschland mit Amerika vergleichst, jetzt sagst du, ich würde ja lieber hier bleiben. Was gefällt dir hier so besonders? Ich komme aus Kalifornien, das heißt aus San Diego. Und da war es immer das Wetter das Gleiche. Und das war das erste Mal, als ich in Deutschland war. Es war mein erstes Herbst, mein erstes Winter. Und das war alles ziemlich neu für mich. Und es hat mir gut gefallen, dass es gab diese Jahreswechsel. Und dann fand ich, dass die Leute sehr ehrlich waren und sehr freundlich waren hier in Deutschland. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich glaube, das waren die zwei großen Gründe, wie ich hier bleiben wollte. Und auch, weil ich aus einer großen Stadt komme. Und in San Diego, Los Angeles, die sind beide große Städte. In Göttingen ist so eine Kleinstadt. Und es sind so 125.000 Einwohner. Und es sind viele Studenten. Und so ist es ein ganz anderer Lebensstil. Und es ist ein bisschen ruhiger, als was ich da in Amerika erlebt habe. Du bist ja auch sehr populär hier in Göttingen, also man könnte dich als lokale Größe bezeichnen. Ja. Also nicht nur von der Länge. Ja, das schon. Ich glaube auch, das hängt auch damit zusammen. So mein letzte drei Jahre, als ich in Amerika war, hatte ich nicht so viel gespielt in der Mannschaft, habe ich meistens auf der Bank gesessen und hier könnte ich viel spielen. Und dann nach dem ersten Jahr bin ich sehr populär geworden. Und ja, ich muss auch zugeben, das gefällt mir auch. Ja, das gehört schon dazu. Also würdest du nur in Deutschland bleiben wollen oder besonders in Göttingen? Besonders in Göttingen. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire. Il reste là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne reviennent. Dans du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait prendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. Wie Barbara, die französische Chansonette, hat Wilbert sein Herz an Göttingen verloren. Und außerdem an seine Frau Marion, früher bayerische Jugendmeisterin im Tischtennis und nun in Göttingen Pädagogikstudentin, und an Tochter Denise, die genau wie er am 23. Juli geboren ist, nur halt 26 Jahre später. So wird das Essen in der Mensa plötzlich zu einem Festmahl und das unvermeidliche Putenschnitzel zu einer Delikatesse. Denn gerade an diesem Donnerstag ist Denise 15 Wochen alt. Wilbert Olindi hat sich in 4 Basketballjahren in Deutschland eingelebt und kann sich das Leben anderswo kaum noch vorstellen. Er hat keine Integrationsschwierigkeiten mehr. Seine Probleme sind mehr sportlicher Natur. In 5 Jahren, ich hoffe, dass ich dann bis dahin mit dem Studium fertig bin. Und dann entweder will ich dann arbeiten, so in einer Firma, oder will ich dann vielleicht Trainer werden. Das kann ich so sehen in 5 Jahren, dass ich vielleicht nicht mehr spiele in 5 Jahren. Ja, das ist ganz schön anstrengend, wenn man, ich spiele schon seit 12 Jahren Basketball. Und bis jetzt 26. Ja, ja. Und ich merke das schon, die Knie in den Füßen, die tun immer weh. Ich hoffe nicht, dass ich das 5 Jahre lang mehr aushalten muss. Sport ist doch gesund, oder? Nee, Sport ist Mord.